Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Malael. Wir sind immer noch zusammen in Kingsmith unterwegs. Meine Waffe ist immer noch unsichtbar. Und wir stehen wieder in der Kirche zusammen, wie am Anfang der letzten Folge. Vor dem Traualtar. Nein. Sieht ein bisschen so aus, ne? Du hast Ja. einen Heiratsantrag abgelehnt. Das stimmt, ja. Okay, und wir haben noch eine Menge Rätselquests und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten hier. Also geht's weiter bei Henry Hawthorne und Kingsmiths Investigation tiefer. Ich kenne das Leuchten Ihrer Augen von meinem Badezimmerspiegel. Sie haben Kingsmiths geheime Wege beschritten, ja? Wie war's? War es erhellend? Wurden Sie erleuchtet? Wäre da nicht meine Pflicht gegenüber dem Herrn? Ich würde Sie begleiten und alles dokumentieren. Obwohl, das sind nicht die einzigen Wege. Einige führen tiefer, sind geheimer. Treten Sie auf irgendeinen Pflasterstein der Main Street, können Sie das Echo der Illuminaten hören. Oh ja, Solomon Priest und Isaac Fletcher haben mit dieser Erde Kingsmith errichtet, nach oben und nach unten. Ganz Solomon County ist ein einziges Tunnellabyrinth. Aber die meisten bemerken das alles gar nicht. Ihr einfaches Leben hält sie gefangen. Sie haben kein Gespür für die geheime Welt um sie herum. Unter ihnen. Sie dürfen nicht aufhören. Ich kenne das Gefühl genau. Den Drang weiter zu graben. Es hört nicht auf. Die Ruhelosigkeit in ihrem Herzen lässt nicht nach. Die Stimmen verstummen nicht. Graben Sie weiter und tiefer. Immer tiefer. Okay, tiefer graben, den Eingang zu den Illuminatentunneln finden. Wo würdest du jetzt gucken, wenn du Den aufgepasst Gullideckel. hast? Ja, genau. Aber er hat gesagt, wenn man auf den. Oh, jetzt habe ich Sprinten angemacht. So. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wegstecken. Weißt du, wie man so die Waffe wegsteckt? X. Ja, das ist ja Sprinten. Aber das funktioniert irgendwie. Ja, ist gerade irgendwie buggy. Ich bin. Ja. Hey, jetzt stehst du gerade. Bitte Mund. Dann. Irgendwie ist das irgendwie nicht so cool. So. Ja, wir müssen die Main Street runterlaufen. Das machen wir ja gerade. Und auf irgendeinen Pflasterstein treten. Und dann muss irgendwie ein Geräusch erklingen. Quali, sonst benutzt mal die Pistolen. Dann wechselst du ja die Waffe von der Hand her vielleicht. So richtig ist es bei mir immer. Ach so, ja. Oder die Hand oder die Heilung. Die Mach mal die Heilung. Krallen, ja. Nee, das ist irgendwie gerade ein bisschen warm. Jetzt, okay, jetzt haben wir die. Doch, jetzt habe ich die Krallen zumindest an, ja. Doch, ein Denken. Oh! So. Aber meine Frage aus Neugierde. Wieso hast du dich für den Heiler entschieden? Ich bin eine heilende Persönlichkeit. Okay. Nee, ich mag Supporter. Und ich habe mir gedacht, so in so einem also in so einem Spiel, wo man mit anderen zusammenspielen muss, da wollen alle immer, da sind alle freundlich zu jemandem, der sie heilt. Im Normalfall. Oh, hat er was gefunden? Oh, du hast die Tür gefunden. Sehr gut. Clavis Aurea. Tja, jetzt brauchen wir wieder Latein, ne? Das ist dein Bier. Ja, wir brauchen einen goldenen Schlüssel. Freuden. Und der ist hier oben drin. Meinst du, den können wir danach wieder mitnehmen? Den Ich Schlüssel? meine, goldene Schlüssel ist bestimmt nicht wenig wert. Du weißt doch die Goldpreise heutzutage. Ja. Das Problem ist ja, dass man hier in diesem Spiel nicht in Gold bezahlt, ne? Und diese komischen Münzen da immer hat, die ziemlich selten sind. Ja, mit Gold bezahlen ist bei eh so angenehm. Ja. So, ich glaube, das ist aber auch wieder eine Solo-Instanz jetzt, ne? Warte. Wollen Sie die Tunnel betreten? Noch stand nichts von Solo-Instanz.
Aber ich habe jetzt wenigstens wieder dieses coole Bild mit dem Riesen Cthulhu. Okay. Na, kommst du mir hinterher? Nee, ja, kommst du nicht. Komm dir hinterher. Ich wurde nur gerade. Ah, doch, ja, sehr schön. Das ist geil. Ich musste das kurz abbrechen. Also auflegen. Die Tunnel erkunden. Ich glaube, ich habe meinen einen MMO Heiler gespielt. Da ist er. So, ich erkunde schon mal hier rechts. Hier sind nämlich dann tolle Sachen. Okay, dann gehe ich nach links. Khufu of the Grand Lodge. Okay, das scheint irgendwie ein fortgeschrittener Satz zu sein. Durchlass benutzen kann ich auch noch nicht. Du bist nach links gegangen, was gibt's denn da links? Links gibt's noch mehr Abzweigungen nach links und rechts. Tafel untersuchen. Ja, was steht denn da? Oculus rara avis. Rechts, links. Moment, ich guck mal, ob ich dich finde. Hier ist eine Sackgasse. Sackgasse? Achso, da bist du. Okay. Hinter den Spinnenweben. So, die Tafel. Oculus rara avis. Okay. Das scheint auch irgendwie ein Anfang von SAP zu sein. Oculus. Was haben wir denn als Oculus? Das hier, das allsehende Auge ist doch ein Oculus, ne? Weiß ich gar nicht. Wie sehen die. Ach, haben wir die nicht im Inventar, die Dinger? Ne, haben wir nicht im Inventar, leider. Müssen wir mal probieren. Ich glaube, es ist ganz links, das müsste das sein. Ja, ganz links, passt. Als Auge. Du bist das hier nicht, die Muskeln. So, und Rara Avis. Das müsste hier die Phönix-Dinger sein. Bei Avis ist der Vogel. Zack. Yippie. Du bist ein Genie. Naja, ich kenn's halt schon, ne? Ja, okay, dann. Jedenfalls habe ich es schon mal gemacht, ist schon was länger her, aber naja. Ein Geständnis. Niedergeschrieben im Jahre des Auges 1702 in Kingsmith. Man könnte dies als Eingeständnis zweier Akte der Feigheit werten und auch des mangelnden Glaubens innerhalb des erläuterten Ordens. Und als solcher werde ich Sorge tragen, dass dieses Schreiben nach dem Verfassen in meinem eigenen Leichnam begleitet wird. Meine Zeit auf dieser Erde ist nur noch kurz bemessen und so vieles bleibt noch zu tun. Ich spreche dabei vom Orden und unserem dritten, aber alles der Reihe nach. Die Überreste von Solomon Priest wurden auf meine Anweisung hier von treuen Männern verlegt, die ihm eine neue Ruhestätte in den Tunneln bereitet haben. Ich erkläre in dieser Angelegenheit, dass mein Bestreben war, Feind und Verbündete gleichermaßen daran zu hindern, dass sie zu tief graben. Die Spur zu den neuen Grabstätten wird mit meinem Bediensteten und mir selbst sterben, und so wird es auch allen Räubern und Plünderern ergehen, die ihre Fallen umgehen wollen, ohne über erleuchtetes Wissen zu verfügen. Na super. Hebel benutzen, das müssen wir bestimmt auch. Aber jetzt haben wir die Tür zugemacht. Okay. Dann müssen wir hier oben raus, oder was? Das ist aber mal eine Quest, die ich mag. Da kommen wir wenigstens mal zusammen in so einen Dungeon rein. Ja, das ist auch ganz nett eigentlich. So, jetzt hier? Kommt man jetzt hier raus oder was? Nach Kingsmith? Ne, wir müssen ja das Südtor öffnen. Wir wollen ja gar nicht nach Kingsmith. Die Südtür, nicht Tor. Ja. Also müssen wir wieder den Hebel wieder aufmachen, alles hier. Ah, vielleicht gibt es hier mehrere Grabstätten mit mehreren Seiten. Ja. Die Spinnenweben machen, tut mir leid. Ja, ich habe ja eben schon die anderen Tafeln, habe ich ja auch schon gesehen.
Die war ja da auf der anderen Seite. Tidi, tidi, tidi. Aber ich glaube, später werden wir ein richtiges Problem kriegen. Wenn wir bei den Forschungsquests sind, die du noch nicht kennst. Ah, okay. Ja, das stimmt. Oh, hier liegt was. Ein altes Buch. Wer Erleuchtung sucht, muss sich selbst bewegen. Er soll Begeisterung zeigen für die Anstrengungen seiner Mitmenschen und sich verhalten wie der Kirchgänger vor heiligen Symbolen. Er soll Verachtung demonstrieren für Symbole des Alten Reichs und seinen Blick abwenden vor verschlungenem Chaos. Von verschlungenem Chaos. Ist altdeutsche Schrift. Ah ja, stimmt. Ja. Oh Gott. Und dann geht's nicht weiter. Okay, hier vorne gibt es auch nicht weiter. Also ist das wirklich die einzige Tür hier auf der anderen Seite, die noch weitergeht? Ja, du warst rechts. Ich weiß nicht, was rechts ist. Rechts vor links. So. Ja, okay, ist auf links. Auf Khufu of the Grand Lodge. So, jetzt müsste man natürlich wissen, wer Khufu war, ne? Das könnte man googeln, wenn man es nicht eh wüsste. Khufu war ein Erbauer der Cheops-Pyramiden, glaube ich. Oder Miterbauer. Deswegen Pyramide. So, und die große Lodge ist natürlich hier das Freimaurer-Symbol. Und schon haben wir die Tür offen. Yippie-ja-je. Ich weiß aber auch nur, dass Khufu dieser komische Pyramidenbauer ist, weil ich es schon mal gegoogelt habe. So, jetzt wird es kompliziert. Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hintreten. Kann ich jetzt schon mal sagen. To proceed right as a learned man would. Look to Jeromus' work on the 2 Score and 1st Psalm, the 8th part, the 1st darkness. Genau, wir brauchen schon wieder die Bibel. Um fortzufahren, schreibe wie ein Gelehrter, studiere bei Hieronymus den 41. Psalm, den 8. Teil, die 1. Tiefe. Du siehst beweglich aus, das überlasse ich dir. Ja, also die Tiefe. A. War schon mal falsch. Ah, Hilfe, weg, raus hier, sonst vergifte ich mich. Ja, du bist schon vergiftet. Ja, heilen. Gut, dass ich ein Heiler bin, ne? Deswegen habe ich einen Heiler gespielt. Du bist tot. Ah, ich. Nein. Ich wusste, es ist Karma. Irgendwo kommt alles. Ganz schön, die Zombies sind hier. Ich gehe schon mal wieder zurück. Aber falsch. Warum war A falsch? Ich meine, A war richtig. A war richtig, aber dann, wie du weitergegangen bist, da ist das Giftgas losgegangen. A war richtig. A? Da siehst du, das leuchtet. Das ist richtig. Ja. Aber dann bist du auf B gegangen. Oder auf B ist auch richtig, ja? Jetzt hier. A, also Abgrund, ne? A bis. A bis. So, jetzt schreibt man das mit 2 S, deswegen einmal hochspringen. Das ist richtig mies. A bis U, weil Latein. Und S, weil Endung im Latein Us. Und schon haben wir die Tür offen. Kannst du jetzt durch? Ja, gut. Kannst mit durch, ja? Also das muss nur einer machen, gut. Ja, sehr gut. Ich weiß auch nicht, warum das beim ersten Mal den Gift. Wahrscheinlich bist du auch nach vorne gelaufen. Ja, ich stand die ganze Zeit hinten. Ich habe mich von den Buchstaben ferngehalten. Ich baue das eigentlich nur. Sehr gut. Okay, jetzt wird es noch komplizierter. Warte kurz. Noch komplizierter? Ja, noch komplizierter. Okay. Das ist nämlich eins der Rätsel, die habe ich mir wirklich auch aufgeschrieben auf dem Zettel. Und damit ich die nochmal machen muss, dass ich das genau weiß. So. Should thy desires to be thwarted, weeps not for thyself, but for Dolandi.
Wenn deine Wünsche nicht in Erfüllung gehen, sollst du nicht um dich selbst, sondern um Dolandi weinen. Ja, Dolandi. Okay. Ja, das müsste man natürlich jetzt auch googeln. Hier ist aber noch eine Tafel, die man angucken kann. Und da sind Noten. Yeah, was machen denn Spieler, die keine Noten lesen können bei diesem Rätsel? Die haben echt die Arschkarte gezogen. Ich kann keine Noten lesen. Ja. Ich konnte mal ein bisschen Klavier spielen, aber das war's auch. Noten lesen. So, man muss jetzt quasi das ausgegraute Stück hier die Noten ersetzen. Also müsst ihr jetzt nach diesem Stück von Dolandi suchen. Ja, und die Noten dazu googeln und dann das Stück finden, was hier den Ausschnitt finden und dann die Noten richtig ersetzen. Okay, jetzt weiß ich, warum ich die Forschungsquest auslasse. Ja, also gut, dass ich das schon mal aufgeschrieben habe, weil, ne? So, die erste Note ist ein A und zwar ist es jetzt auch noch wichtig, wir sehen ja hier Notenhebel, ne, dass man die auch in der richtigen Länge spielt. Und zwar brauchen wir zuerst eine volle Note A, das ist hier die, in der, die zweite von links. Hebel. Okay. Und A. Leck mich auf, die geht gut. Okay. Dann brauchen wir eine volle gepunktete Note. Ganz links. Und zwar mit E. Dann brauchen wir eine halbe Note. Das ist die dritte von links. Mit E. Und nochmal dasselbe mit G. Und nochmal G. Und jetzt hören wir die ganze Melodie. Illuminati. Die Spinnen, die Illuminati. Ja. So. So, und bis ich das hier raus hatte, das war echt, ey, fürchterlich. Das brauchten wir nämlich das kleine Buch, was wir gefunden haben. Vielleicht kriegst du das ja raus. Also können wir ja mal gucken, irgendwie. Was in dem Buch stand, wenn ich ehrlich bin. Genau, müssen wir nochmal in die Missionen reingucken. Der hat eine Sense, will ich haben. So, in den. Da gibt's nämlich. Ne, das Geständnis nicht. Wo war denn. Das Buch? Ah, super, das hätte man sich aufschreiben müssen. Okay, dann kannst du es. So, man soll sich ja hier irgendwie. Entsprechend verhalten. Gegenüber bestimmten Sachen. Und zwar soll man sich ja hier dem Engel gegenüber verhalten wie in der Kirche, ne? Stand da in dem Buch. Deswegen verhalten wir uns doch mal dem Engel gegenüber wie in der Kirche. Was macht man in der Kirche? Beten. Genau, also geben wir mal ein Pray und beten ein bisschen. Eigentlich müsste das jetzt ja schon getriggert werden. Ich weiß nicht, warum. Nicht ein kirchliches Gebet, auch ehrlich gesagt. Okay, und dann hier der komische Diskus-Typ, dem können wir applaudieren. Olympiaspieler. So. Applaus. Applaud. Ah, okay, dann müssen wir den zuerst machen, okay. So, jetzt der Engel. Nochmal in den Chat. Pray. Und zack. Dann gehen wir zum Soldaten. Der ist natürlich scheiße, der Soldat. Deswegen müssen wir dem hier. Die Sense klauen und mir geben? Die Sense klauen und mir geben. Nee, wir spucken dem vor die Füße. Spit. So. Und dann gehen wir zu der Schlange. Und bedecken unsere Augen vor der Schlange. Okay, das ist vielleicht nicht. Cover. Was ich nicht tun würde bei einer Schlange. Cover Eyes. Okay.
Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Und bis ich das wusste, dass man das mit dem Chat, dass man Sachen machen kann, nee. Hab vermutet, aber nie herausgefunden. Weil das Einzige, was ich wirklich immer kenne, ist Joke und Dance. Ja, es gibt auch verschiedene Tänze hier, ne? Ja, das habe ich auch. Habe ich gesehen schon. So. Was nun den zweiten Vorgang betrifft, nun, so liegt der Grund für die Täuschung darin, dass ich den Mann in der Tat getötet habe mit Gift, die, wie die Gerüchte immer schon sagten und wie dies wohl auch hinkünftig tun werden. Doch es war weniger ein Mord als vielmehr ein Dahingehen als Märtyrer. Und obschon ich seine Pflichten übernommen habe, führe ich sie doch nur in hohlen Ritualen aus und während sich jeder an seinen Namen erinnert, verblasst meiner in seinem beträchtlichen Schatten. In dem ein Jahr seit meiner schicksalhaften Tat habe ich akzeptiert, dass dies schon immer mein angestammter Platz war und in meinem Bestreben, seinen Sitz einzunehmen, habe ich dies für ewig besiegelt. Der Dritte wusste von meinem Verrat, dessen bin ich ganz sicher, angleich er in London geblieben ist. Nun, endlich, da mein letzter Atemzug naht, kommt er nach Amerika mit Plänen für den Orden in New York. Eisen Fletcher, Gouverneur von Kingsmith, Großmeister des Illuminatenordens. Bla, weinerlicher Idiot. Wow, wow, wow. Hat das über die Templer gesagt? Über die Templer hat er was gesagt? Ja, anscheinend. Hm. Hat er gegen uns. Naja, Illuminaten und Templer sind ja jetzt ein bisschen so verstritten, ne? Liegt aber die Schuld liegt bei den Illuminaten. Natürlich. Ja, das muss ich aus Gericht tun. Gut, dass ich einen Drachen spiele. Ja. Ja, die scheinen sich hier rauszuhalten, ne? Ja, die scheinen sich echt rauszuhalten. So. Ich habe nur ein ganz mieses Gefühl bei meinem Kumpel. Der wird mit Sicherheit, ich glaube, der wird einen Illuminaten nehmen. Oh oh. Oder einen Drachen. Dann haben wir alle drei Fraktionen vertreten. Weil im Gegensatz zu mir, ja, ich habe ihn auch gesagt, weil die kommen Malkavianer-mäßig rüber. Aber er kennt sich mit Masquerade besser aus wie ich. Ah, okay. Ich habe es nie gespielt, leider. So, hier sind wieder ein paar Zombies. Wir müssen jetzt nach dem ganzen Rätsel noch ein bisschen Zombies töten. Oh. Das geht ja gar nicht. Ja, Zombies töten. Wir müssen aus dem Ladebildschirm raus. So, ich habe schon welche getötet. Und brauchst du mich dann? Ich finde das so witzig, dass diese Animation von meiner Granate, wenn ich die schmeiße, dass die Zombies schon sterben, bevor die Granate einschlägt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber hey, die erschrecken sich zu Tode. Da sind gerade zwei Elementaristen an mir vorbeigelaufen. Zwei? Mhm. Oh. Wo bist denn du? Ich bin auf dem Ladebildschirm. Das dauert ja ganz schön lange bei dir. Ja. Kann ich ja weiter Zombies töten. Ja, mach. Das dauert. Wenn ich denn aufgrund des Lags schießen dürfte. Ich geht's. Ich kann nicht schießen. Hilfe! Dann trete. Ah, jetzt kann ich schießen. Na gut. Ich würde sagen, sollte man froh sein, dass es nur solche Zombies sind. Okay. Oh, ein Ring. Was kann der Ring? Schleicht den ein, wie meint. Kann ich ihn irgendwo angucken, wie der ist? Ja, doch, da. Zeige einfach aufgehen. Ja, nö, der. Ja. Muss nicht sein, ne? So, und jetzt hatte die Tussi hinten bei dem Feuer hatte noch einen Quest. Wie ist es mit der Zeit denn? Wir haben noch so 10 Minuten. Ja, ich würde sagen, hingehen, das reicht dann, oder? Ja. Ein paar Zombies auf dem Weg noch töten. Ein paar Feiger. Ich werde mir wahrscheinlich bald jetzt mal einen Agro-Skill holen, also wenn wir zusammen leveln, damit die auch auf uns losgehen. Mhm. Der ist ja billig, der kostet ja nur 9 HP, brauche ich nur noch 5. Ja. Stimmt, es gibt da spezielle Mix-Skills, ja? Ne? Mhm. Dann besorge ich mir einfach einen Agro-Skill, dass ich mir so Sache oder diesen Spot. Fupf. Und schon fallen sie wieder tot um, bevor die Granate einschlägt. Ja, das ist gut.
Loot! Ja, ich bin Loot Guy. Was hast du gefunden? Das waren nur zwei Basismetall. Kriegt man ja, wie ich jetzt rausgefunden habe, dank dir, ne? Auch indem man. Das kann ich übrigens mal gucken, wie das funktioniert. Warte, das mache ich mal. Übrigens, eben. Bevor du es machst, dann erkläre ich dir am besten noch was zu. Ja. Wenn du wissen willst, wie die Rezepte davon gehen, guck dir an, wenn du sie zerlegst, was da war, wie die positioniert sind. Weil so baust du sie. Mhm. Ah, okay. Aber ich kann die gerade nicht hier reinziehen in mein Fertigungsmenü. Nein, warte mal. Also zumindest und, dieses und, Ding schon mal das nicht. Das unterste, ne? Also das hier kann ich. Okay, das, diese Faust, dieses Ambrosia Faust konnte ich nicht. Aber hier Anima Trefferwert kann ich. Okay, dafür brauche ich hier diese K-Runen. Okay, zerlegen wir mal in die K-Runen. So, und jetzt habe ich hier so einen Heilungsdrink. Den zerlege ich jetzt auch mal. Dafür braucht man Staub. Ganz viel Staub in Form einer Flasche. Okay. Habe ich denn noch Staub? Basisstaub. So. Konnte man die denn nochmal aufteilen? Das konnte man dann mit Shift oder so, ne? Ja, warte mal kurz, ich hab was für dich. Übersuch mal. Ah, okay. Ich glaube nämlich, das hattest du noch nicht und das hatte ich halt gefunden. So. Basisstaub. Ah, mir fehlt genau ein Basisstaub, um noch einen Dingen herzustellen. Schade. Warte. Naja. Warte. Ein Basisstaub sagst du? Mhm. Ja, ich habe, also Basisstaub habe ich genug, also. Ich bin im Handelszentrum. Nee, zwei Basisstaub brauche ich sogar. Ja, was ist hier genau? Neun Basisstaub? Na, okay. Das eine hatte ich mal gefunden, also ich habe selber auch schon einmal gefunden gehabt und den hatte ich jetzt übrig. Da dachte ich mir, gebe ich's dir. Ja, ist doch super. Akzeptieren, zack. So, und akzeptieren. So. Na? Und achso, man braucht jetzt auch noch irgend so ein Ding, so ein Werkzeug, oder? Ja, dieses Werkzeug-Kit, die kannst du bei diesen Typen in Weiß kaufen, dieser Rat von Venedig. Das ist dann so ein Verbrauchsartikel-Werkzeug-Kit. Die kannst du bei denen ganz günstig kaufen. Habe ich davon vielleicht noch einen? Also ich habe Talisman-Werkzeug, Waffen-Werkzeug, also, Talisman-Werkzeug, glaube, Waffen-Werkzeug, Glyphen-Werkzeug. Talisman-Werkzeug. Glyphen-Werkzeug. Nee. Also finden kann man die nicht, die für die Verbrauchssachen. Die kann man nur kaufen. Ah, so. Ja, dann kann ich das jetzt gerade mal nicht machen. Wir gehen jetzt erstmal schnell noch dieses Quest-Ding gucken. Aber gut to know. Das ist dann was wir uns beim nächsten Mal angucken können. Ich sehe gerade, ich habe ein Talisman-Werkzeug dazu blau und ein Glyphen-Werkzeug. Oh Gott, komm. Granate! Einer hat's überlebt. Ich wiederhole, wozu brauchst du mich eigentlich? Ja, das Problem ist, dass das einen Cooldown hat. Aber ich kann auch andere Granaten, aber die machen nicht so viel Schaden. Die heilen viel mehr. Heilung ist gut. Ich meine, den kleinen Hot, den ich habe, der bringt mir auch kaum was. Ja. Ich habe mir das erste von, also so einen passiven von den Krallen habe ich. Dass immer, wenn ich einen Treffer lande, dass ich dann einen Hot kriege. Ja. So, hier dieses Ding machen wir gleich, aber erstmal müssen wir nochmal Bericht senden. Hier, da kriege ich nämlich mal ein Zeug. So, okay. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier denn die letzte Rätselquest. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte ist, aber die eine der fiesesten Rätselquests, die es in diesem Kingsmas hier gibt. Nicht, dass es die anderen nicht auch schon rätselhaft und fies wären. Die mieseste? Ich dachte, die gerade eben war die mieseste. Echt, die ist auch fies hier. Ah, okay. Da muss man nämlich eine Sache machen, die man sonst als Spieler nie macht, aber davon werdet ihr dann sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, heften, euer Quadi.